Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde in 7 Days to Die. Ah, ich hab mir meinen Kopf gestoßen. Ah, schon wieder. Ah. Der Prime ist auch wieder dabei. Hallöchen, Mr. Maiskolben. Jo Leute, was geht ab? Ich bin auch mit am Start. Und ja, heute wird's wieder besonders hart. Überleben mit Clubschi, also 7 Ways to Die nenne ich das ja gerne. Hey. Bin mal gespannt, was hier so abgeht. Ja, wir wollen heute, wir haben gemerkt, Leute, wir haben gemerkt, schreibt euch das bitte auf. Wir haben Tag 5, wir haben keine Waffen und keine Verteidigung. Ja, es läuft. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Wir werden jetzt eine Verteidigung bauen, das mache ich. Da das ziemlich langweilig wird, wird Glubschi Explorer sein, der läuft hier rum, der checkt alles ab. Der klingelt überall Sturm, wird dort looten, was das Zeug auch nur so da gibt. Und ich werde jetzt einfach mal bauen. Mal gucken, was ich da so machen kann. Oh ja, so, ich guck mal gerade die Minimap an hier. Wie konnte man da nochmal rauszoomen? Also wir sind voll... Ich Verbandskasten essen. Wir sind voll drin in den Game, wie man merkt. Wir haben voll Übersicht. Ja, also... Wir gehen mal dahin. Das müsste da so ungefähr sein. Wir haben auch schon länger nicht mehr gespielt, also... Aber... letzte Aufnahmesession oder die letzte Aufnahme, danach hatten wir noch ein bisschen weitergespielt, beziehungsweise war ich noch auf dem Weg zurück. Da habe ich diese schöne Pistole gefunden in einem Zeltplatz und auch viele weitere tolle Sachen. Eine Sache wollte ich übrigens noch erwähnen. Das Ganze ist eine Online-Welt, das heißt, ich verblute gerade. Nein, das wollte ich nicht sagen. Das bedeutet, wenn wir Abonnenten haben, also wenn ihr Bock habt, mal mitzuspielen und uns hier vielleicht zu helfen, mit zu überleben, ich glaube, das wäre auch ganz geil, ne? Ja, da könnte man was draus machen. Ich meine, zu dritt oder zu viert kriegt man natürlich viel mehr hin, als wenn zwei Lappen hier alles alleine machen. Was? Das stimmt doch gar nicht. Nein. So, ich habe gerade Wasser aufgefüllt in Glaskrügen. Das ist jetzt trübes Wasser, das kann ich jetzt aber nicht trinken, oder? Doch, das kann man trinken. Man soll das natürlich klar machen. Aber ich meine, wenn es nicht anders geht, kann man trübes Wasser hier problemlos trinken. Soweit ich weiß. Problemlos nennt er es. Also ich habe schon oft gemacht und wirklich schädlich ist es nicht. Manchmal kriegst du Durchfall und musst halt einen abseilen, aber... Alles klar. Ich habe gerade irgendwie komische Unterwassergeräusche. Vielleicht ist hinter dir ein Zombie. Nope. Wenn mich diese Session wieder ein Bär verfolgt, ne, dann raste ich aus. Ey, ein Zombie. Alter, dann solltest du dich Bear Grylls nennen. Ich bin raus. Das Projekt ist hiermit beendet. Ach, halt's Maul, du scheiß Zombie. Ja, komm, du ziehst die Bären wirklich an wie kein anderer. Das ist nicht normal. Ich mag sie halt. Bist du auch, oh, da ist er hingefallen. Bist du Bärenflüsterer, ey. Jawohl, verweste Mutter. Sieht aus wie meine. Aber hat er nicht gesagt. Hat er nicht. So. Mein Beileid, ey, mein Beileid. Das meinte Milfanta also letztens. Ah, jetzt kann ich das verstehen. So. Ah ne, da werde ich nichts draus looten können. Das Auto ist Schrott. Wie ich im Kopf. So. Ja Leute, dieser Part ist voller Safety. Birgt viele seelische Offenbarungen. Ja. Und Alter, ich sehe den Bären. Ich bin raus, Alter. Verarscht mich gerade. Nein, ich hab wirklich gerade eingesehen. Guck in der Aufnahme. Vier Minuten 38. So. Ich hoffe, dass ich irgendwas finden werde. Moment mal, ich könnte mal einen Hirsch jagen, dass wir Essen haben. Alter, der ist gerade voll behindert gesprungen. Alter, wie läuft denn der, bist du behindert?
Komm zurück. Du scheiß Hirsch. Hast du schon mal über eine eigene Doku nachgedacht? Wie ich Hirsche jage? Ja. Könnte einiges. Alter, ich finde das so mega schwer zu zielen hier. Ist es auch. Oh, ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Ich meine, sei froh, dass das hier nicht wie in Call of Duty ist. Ey. Ich wünschte, das Zielen wäre so leicht wie in Call of Duty. Nein, ich meinte, dass du in Call of Duty nicht so zielen musst wie hier. Ach so. Ja, das wäre übel. Alter. Scheiß auf den Hirsch, ey, ganz ehrlich. Kein Bock mehr. Dann verhungere ich eben. Kann ich gut mit leben. Bis ich verhungert bin. So, einmal was phrasen. Ja, ich muss mich auch einmal bei einem Abonnenten von mir bedanken, der uns immer hilfreiche Tipps gibt. Also letztens hat er geschrieben, die Schätze, die sind komplett, ja, ziemlich bescheiden. Und er hat uns auch beigebracht, wie man die Kisten jetzt zugänglich macht, dass ich an die von anderen Leuten ran kann und alles. An dieser Stelle auch danke von mir, also hat uns wirklich sehr geholfen. Also wenn wir überleben sollten, bist du auf jeden Fall einer der größten Gründe dafür. Ja. Falls wir es soweit schaffen. Das ist natürlich auch einfach mal dahingestellt. Oh, ein Hirsch. Oh, ein Haus. Davor steht ein Zombie. Dieser Zombie schaut aus dem Haus raus. Bam, Alter. Wie wär's mit einem Pfeil? Und noch einen in die Brust. Hey, du hörst dich so an, wenn man jetzt nicht weiß, dass du Seven Days to Die spielst. Als ob du nach dem Motto lebst, rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur viel krasser. Ist doch auch nichts anderes. Ich bin raus aus dem Projekt. Wir sehen uns irgendwann also, vielleicht wieder. Also, ne. Ach komm. Ich höre einen Zombie. Der kommt von links. Während ich. Alter, von rechts auch einer. Und von hinten auch einer. Sag mal, wollt ihr mich ficken? Ich sehe gerade mein. Dass sie deswegen kommen. Dann würden die hier wieder gehen. Ich sehe gerade, mein Bogen macht einen Abgang. Das ist ziemlich ungeil. Alter, wie viele hier sind. Nach diesem Part wirst du mich Mr. Defense nennen. Oh ja. Alles klar. Oder Mr. No Hobbies. Das weiß ich noch nicht. No Hobby Defense. Mein Bogen ist kaputt. Dieser ich gebe euch mit dem Knüppel, Alter. Hier, ich hole mal den guten raus, denn ihr seid so viele. Jetzt verreckt doch mal, ihr Sackgesichter. Ich bin gelähmt. Ja, Leute. So ist das Leben hier. Fuck, wollen wir weiter? Komm, geh jetzt drauf, du Fotze. Also an der Verteidigung, an der ich gerade arbeite, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, werden die, wenn die Welle kommt, überhaupt nicht ankommen. Also dann wird wirklich bei uns alles chillig sein. Ich kann das ja mal kurz erzählen, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe mit einem Kollegen, so 10 Tage nach Release, habe ich mir das gekauft. Weil hier geht es wirklich nicht um Grafik. Viele sagen immer, PlayStation, Xbox, Acom, Grafik. Alter. Ist hier nicht so, die ist nicht grottenschlecht, aber sie ist halt auch nicht wirklich wunderschön. Ja, nichts Besonderes. Deswegen hat mich zuerst nicht interessiert. Ne? Auf jeden Fall saßen wir da, wir haben Tag 7 gehabt. Es war 6 Uhr abends, wir standen auf unserem Haus. Alles war befestigt auf dem Balkon. Die Zombies kamen nicht. Und wir haben versucht, die mit rohem Fleisch anzulocken. Haben auch so scheiß Witze gerissen oder so. Ne? Und die kamen einfach nicht. Dann war es 22 Uhr, der Mond wurde rot. So ein Geräusch kam, die Zombies kamen. Auf einmal hatten wir so voll Schiss. Komm, geh du! Nein, geh du! Alter, du hast keine Ahnung, wie viele Zombies ich gerade geplättet habe. Ja, auf. Das ist immer so, wenn man hier auf Erkundungstour geht. Zwei, drei,
Hier ist Nummer 4. Du hast keine Ahnung, wie viel Holz ich hier benutze, Alter. Ich heiße nicht umsonst Dr. Hollywood. Hier ist Nummer 5. Hier ist Nummer 6. Alter, die gleiche hat gerade gefurzt. Da ist Nummer 7 gewesen. Alter, ich habe hier ordentlich verteilt. Nummer 8. Wir freuen uns auch schon übelst auf Ark Survival Evolved. Oh ja. Haben wir schon. Also wir sind so heiß darauf, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das wird ordentlich lustig, wenn wir mit Dinosauriern durch die Gegend kloppen. Das kann einiges. Ich habe hier 9 Zombies getötet, Alter. Was macht er denn da? Er ist Jesus! Jesus, Alter! Er ist in der Luft, er fliegt, er kann schweben. Der Erlöser ist da, ey. Und damit meinte ich nicht Adolf Hitler. Alles klar. Zombie, du hörst dich gestört an. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Ich habe einen Hitzeschlag im ersten Stadium. Läuft bei mir. Ich weiß. Ach ja. Der kam nur bei mir gut an. Ja, das ist korrekt. So, ich muss mal kurz. War ja für dich auch eine ernste Aussage. Lol, der Verbandskasten kommt einfach ein Geräusch von Defi. Alles klar. So, ich bin gerade in ein Haus rein. Alter, als Maul, du dreckige Missgeburt. Glücksspiel, so begrüßt man keine Leute, also mal ganz ehrlich hier. Doch, so mache ich immer meine Begrüßung auf YouTube. Als Maul, du Missgeburt. Was machst du auf meinem Kanal, Alter? Geh nach Hause. So. Also ich bin gerade in ein Haus rein, das war mit einer Tür abgeschlossen. Make my channel small again. Mit so einem Motto hat auch noch keiner angefangen. Nö, aber ich kann mich auf jeden Fall mal bedanken, wo du das gerade erwähnst, denn es läuft echt gut auf meinem Kanal in letzter Zeit. Heute am Tag der Aufnahme einfach mal 6 Abonnenten. Läuft. Ich muss ein großes Dankeschön aussprechen. Macht ordentlich Spaß, dann noch mehr für euch aufzunehmen. Sowas ist immer toll, da freut man sich immer richtig drüber. Okay. Okay, ich habe Stiefel gekriegt. Also bis jetzt war hier irgendwie noch nicht der Shit in dem Haus. Ich guck mal, ob ich hier durchkomme. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleines Nebenzimmerchen. Alter, was geht hier mit den Geräuschen ab, ey? Geil, ich habe ein Glas Wasser in der Toilette gefunden. Ich habe eine Sonnenbrille, Alter. Ich habe eine Sonnenbrille, ich bin jetzt unbesiegbar. Okay. Ach, das ist ein Medizinschrank. Okay, ich habe auf jeden Fall ordentlich was gefunden. Allerdings weiß ich nicht, ob irgendwas davon wirklich useful ist. Also leider keine Waffe oder sonstiges. Okay. Ich glaube, das wird hart mit uns. Eieieiei. Wir brauchen halt noch Munition, Schusswaffen allgemein und da ist ein Bär. Alter. Sie verfolgen mich einfach. Sie wollen mich haben. Ich merk's. Ich frag mich, was die von dir wollen. Ich weiß es nicht. Ist das irgendwie so ein Bärenmagnet oder so? Oh, da hast ist du das. Hast du das im Real Life auch, oh, dass der einfach mal so ein Bär hinterherläuft oder nur im Spiel? Nee, tatsächlich auch in echt. Ich fahr ja immer. Oh! Flugzeugabwurf! Ich bin on the way!
Also ich fahre ja jeden Morgen mit der Schule zum Auto, wollte ich gerade sagen. Das musst du dir mal bildlich vorstellen, Alter. Und was lernt ihr da? Autofahren. Mit der Schule, Alter, zum Auto. Ja. So, also, ja, was ich sagen wollte, ich fahre jeden Morgen mit einem Auto zur Schule und da kommt es auch gerne mal vor, dass mir so ein Bär hinterher rennt. Ohne Scheiß. Einfach so mitten auf der Bundesstraße rennt er mir hinterher. Tja, du hast dann so einen Aufkleber auf dem Auto, ich bremse für Bären. Ne? Nee, ich gebe extra Gas. Oh, hi, Der Zombie. Spinner ist, ich glaub dir das. Alter, ich zieh, glaube ich, gerade. Oh, fuck, ich brenne! Ich bin so dumm, ich bin so blöd, ich bin so scheiße. Hör auf zu brennen! Komm schon! Hör bitte auf zu brennen, Dankeschön. Alter, wo ist denn der Shit ganz? Einmal umgucken, sieht relativ safe aus. Eieiei, wenn da nicht der Shit drin ist, dann will ich nicht mehr leben. Dann begehe ich Selbstmord. Live im Let's Play. Im Spiel. So. Also von mir kriegt das Video ein Like. Gut, zumindest etwas. Alter, wo ist denn der Gans? Willst du mich verarschen? Nimm mal einen Stein mit. Oh, hab ich verkackt. Dann nehme ich halt den Stein mit.